Druiden Games. Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserem Let's Android Play oder Android Play. Ich wollte euch gerne mal das Spiel Dinosaur War vorstellen. Das habe ich einfach mal per Zufall aus dem Google Play Store herausgepickt, hat es mal kurz angetestet und fand das Spiel eigentlich ganz in Ordnung. Hat so ein bisschen Style wie halt diese Facebook Games, finde ich. Ist ein Aufbauspiel, wo man gegen Dinosaurier kämpfen muss. Gut, fangen wir jetzt einfach mal an. Das Spiel ist leider komplett in Englisch, aber ich bin jetzt auch nicht sehr gut in Englisch, sondern halt so Schulenglisch, aber man kann sich eigentlich trotzdem, auch wenn man jetzt so gut wie kein Englisch kann, ja, kann man sich trotzdem gut weiterhelfen in diesem Spiel hier. So, jetzt haben wir erstmal hier unser Tutorial. Ja, wir sollen hier auf den Hammer klicken, dann mache ich das doch einfach mal und soll unser erstes Nest platzieren. Machen wir das doch einfach mal so. Ja, mit unserem mit dem Nest können wir jetzt unsere Energie pushen von unserem ersten Dino, den wir brauchen, um gegen andere Dinos zu kämpfen. Ich denke mal, ich werde bestimmt heute nicht so der Erklärbär sein, weil wir haben jetzt schon, ja, kurz vor 12 Mitternacht. Und ich bin ziemlich müde, aber ich dachte mir, komm, mache ich noch mal ein Video, weil ich habe schon so lange nichts mehr gemacht. Es wird mal wieder Zeit. Das Video wird etwas länger, da ich gerne bis zum ersten Bosskampf das Spiel vorstellen möchte. So, ja, wir sollen hier. Ja, jetzt habe ich wieder was verpasst, ist egal. Hier oben links sehen wir unsere Population. 40 von 50. Wir können halt unser Dino jetzt nur noch auf 10 Punkte weiter pushen, unsere Energie. Und danach ist die Population halt auf 50. Und ja, das ist halt die Limitation, die aber demnächst, also die auch steigen wird. Ja, ich soll jetzt einen Probekampf machen. Dann klicken wir jetzt hier auf die Landkarte und wählen unseren Dino aus. Hat schon ganze 40 Energiepunkte. Und ja, klicken jetzt hier drauf und ja. Möge der Kampf beginnen und ist auch schon. Ja, wir sind schon fertig, so schnell geht das. Kämpfe funktionieren, ja, die laufen eigentlich automatisch, wir können da eigentlich nichts machen, außer nur zuschauen. Ja, haben 10 Erfahrungspunkte bekommen, also es ist wie in so einem MMORPG oder so. Wir kriegen halt auch Erfahrungspunkte und können auch mit dem Level aufsteigen. Gut. Und ja, der Dino hat auch was gedroppt, fallen gelassen, wie auch immer. Das können wir jetzt auch anlegen, auch halt im MMORPG Stil. Kriegen jetzt hier plus 1% Angriff. Ja, ist doch schön. Gut, wir haben jetzt unseren ersten Kampf gemacht. Blasulz. So.
Wir bekommen jetzt so eine Art, ja, wir kriegen jetzt halt Quests. Die können wir oben links immer uns auswählen. Ich soll jetzt eine Mine bauen. Machen wir das doch mal. Und schon haben wir die Quest fertig und kriegen 36 Steine und 50 Erfahrungspunkte. Schön, schön. Und sind natürlich auch aufgestiegen auf Level 2. Wunderbar. Kriegen einen Diamanten geschenkt und 200 Steine. Mit den Steinen können wir später auch einkaufen. Das erkläre ich aber alles gleich. So. Wir haben drei neue Quests. Wir sollen zwei Kämpfe durchführen. Dann machen wir das doch mal. Zack. Oh. Da kriegen wir aber einen auf den Sack. Aber wir haben es geschafft. 14 Erfahrungspunkte, haben aber 16 Energiepunkte verloren. Ist natürlich nicht so schön. Weil jetzt müssen wir erstmal hier auf unser Nest klicken und unser Dino wieder pushen. Jedes Mal, also eine Minute dauert das Ganze immer und unser Dino kriegt wieder 10 Erfahrungspunkte. Ach, Erfahrungspunkte, mein Gott. Energiepunkte mehr. So. Und unsere Mine sollte auch immer schön produzieren, weil Steine brauchen wir genug. Was haben wir hier noch für eine Quest? Wir sollen 25 Steine sammeln. Und das machen wir in einem Durchgang. Der dauert jetzt 3 Minuten. Dann bekommen wir 25 Steine und 6 Erfahrungspunkte. Gut. Und wir sollen ein zweites Nest bauen. Okay. Machen wir auch. Setzen wir ein bisschen auch hier direkt hier neben. Zack. Ja, unsere Population ist auch schon gestiegen auf 100. So, da wir jetzt ein zweites Nest haben, bedeutet das nicht, dass wir jetzt zwei Dinos haben, mit denen wir kämpfen können, sondern wir können dann jetzt halt in einer Minute zweimal 10 Energiepunkte unseren Dino geben. Aber später können wir auch mit mehreren Dinos kämpfen, bis maximal 3 Dinos. Dafür brauchen wir aber unterschiedliche Nester, die wir aber erst bekommen, wenn wir einen gewissen Level erreicht haben. Oben links sehen wir unser Level, Level 2. Ist eigentlich ziemlich selbsterklärend für die meisten unter euch. Ja, dann haben wir hier noch einen Shop. Da können wir jetzt mit unseren Steinen Rüstung kaufen. Hier haben wir zum Beispiel einen Helm, den kaufen wir schon mal. Brustrüstung. Ja. Nehmen wir auch mal. Und, ach, wir haben schon nicht mehr genug Steine. Ich wollte gerade noch den, die Kette, die wollte ich gerne auch noch gekauft haben, aber was soll's, okay. Gut, gut. So, unsere Aufgabe haben wir erledigt. Wir kriegen 12 Gras oder Stroh oder was auch immer und 50 Erfahrungspunkte. Und pushen direkt unseren Dino weiter. Einen Kampf haben wir schon durchgeführt. Einen zweiten machen wir jetzt. Mal eben die 25 Steine sammeln, dann haben wir nämlich die Aufgabe auch erledigt. Ach ja, wir sollten auch die Sachen anlegen. Zack. Jetzt haben wir unsere 25 Steine gesammelt und kriegen dadurch nochmal 36 Steine und 60 Erfahrungspunkte als Questbelohnung.
Und hey, wir sind schon Stufe 3 und haben noch ein paar Sachen freigeschaltet hier und bekommen nochmal einen von den Premium-Diamanten und 300 Steine. Fein, fein. Ja, dann werden wir jetzt hier mal eben noch unseren... Ach, hier haben wir eine Kiste. Haben sogar einen Helm geschenkt bekommen. Wie schön. Ist der besser als den, den wir schon haben? Nein. Okay, können wir den verkaufen. Nicht täuschen lassen, die Items sehen teilweise immer gleich aus. Man sollte immer einmal draufklicken und wirklich die Werte vergleichen. So, verkaufen. Machen wir noch einen Kampf. Ja, das ging ja schnell. Super. So, haben wir die Quest auch fertig. Ich könnte jetzt auch direkt weiterkämpfen, aber ich gehe die Questreihe durch, weil dann sind wir definitiv hinterher stark genug für unseren ersten Boss. Alles andere macht nicht viel Sinn, finde ich. So, was haben wir jetzt für Aufgaben? Wir sollen unseren Dino nochmal insgesamt auf 60 Energie hochpushen. Dann machen wir das mal. Zack, zack. Steine, ganz wichtig. Was haben wir hier für eine Aufgabe? Dann bauen wir hier noch so ein Gebäude. Das pflanze ich jetzt einfach mal hier hin. Ich will jetzt hier keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Ich möchte nur mal eben das Spiel vorstellen. Jeder geht sicherlich auch anders hier strategisch vor. Es soll jetzt auch keine Lösung sein, wie man es hier macht in dem Spiel. Ihr sollt ja nur mal sehen, wie das Spiel so im Ganzen funktioniert. Oben rechts, ja, New. Ist hier so ein komisches Ei, das können wir kaputt schlagen. Da kriegen wir dann auch nochmal was geschenkt. Das können wir einmal am Tag machen. Na komm schon. Was? Das funktioniert ja richtig gut. Oh, wir kriegen 12 HP. Kostenlos. Können wir unserem Dino geben oder beziehungsweise hat unser Dino jetzt schon automatisch die 12 Energiepunkte. So, 40 von 60 haben wir nun. Und dann pushen wir jetzt nochmal 2x10, dann haben wir die Aufgabe auch fertig. Na, komm schon. Ich will da nicht. So. Unser Pasteur-Gebäude, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, ist bald auch fertig. Schön, schön. Grüne Büsche sollen wir pflanzen für diese Aufgabe. Mhm. Und unsere Population auf 150 steigern. Wir sind schon bei, wir haben die schon auf 126, kann man auch hier oben links sehen. Gut, dann pflanzen wir mal 5 Büsche. Zack, zack. 3, 4, 5. Sollten wir jetzt hier auch. Zack. Ja, haben wir auch fertig. Jetzt müssen wir nur noch die Population steigern, indem wir dann unseren Dino noch ein bisschen pimpen. Ja, super. Die Aufgabe haben wir auch fertig. Population ist 146, das heißt noch einmal. Pimpen, dann haben wir die Aufgabe auch fertig. So, hier sollen wir 15 mal, ja, keine Ahnung, Futter, heißt wahrscheinlich Futter, denke ich mal. 15 mal Futter sammeln, das machen wir halt in einem Durchgang hier, wenn wir in... So, so. Haben wir das gleich auch fertig.
So, einmal klicken und schon ist die Aufgabe fertig. Kriegt 72 mal hier dieses Strohzeugs und 110 Erfahrungspunkte. Sind schon fast Level 4 und haben wir eine neue Aufgabe. Gewinne 3 Kämpfe. Gut. Unser Populationslimit ist erreicht. Wir können unseren Dino auch nicht weiter pushen. Dann werden wir jetzt einfach mal kämpfen. Zack. Und schon sind wir Stufe 4. Und haben einen neuen Dinosaurier freigeschaltet. Mit dem können wir dann halt auch noch kämpfen. Dann haben wir zwei Dinos gleichzeitig. Dafür müssen wir aber erst das Nest dazu bauen. Machen wir gleich. So. Oh, da haben wir einen Helm geschenkt bekommen. Beziehungsweise hat der Dino fallen lassen. Der ist jetzt für Stufe 7 plus 4 Defense. Wie man sieht, wie ich schon sagte, die sehen beide gleich aus. Deswegen immer gucken. Und für Stufe 7 ist klar, können wir noch nicht anlegen. Verwarnen wir mal. Machen wir noch einen Kampf. Dann haben wir die Quest fertig. Zack. So. Unsere Population ist auch wieder angestiegen. Ist auch schön. 15 mal Futter haben wir gleich auch. Sollte jetzt fertig sein hier. Na, komm schon. Zack. Auch fertig. So, jetzt machen wir das. Ja. Zweite Häuschen für unseren zweiten Dino. Dauert 2 Minuten. Fein, fein. Pushen schon mal wieder in der Zeit unseren anderen Dino. Steine sind auch schon wieder fertig. Was ist unsere andere Aufgabe? Wir sollen die Population auf 250 steigern. Okay, kein Problem. Und hier sollen wir die Mine auf Stufe 2 bringen. Während wir gerade 25 Steine sammeln, können wir nicht gleichzeitig die Mine auf Level 2 upgraden. Beides gleichzeitig geht nicht, entweder warten wir jetzt oder wir brechen die ganze Sache ab. Ich breche das jetzt einfach ab, um Zeit zu sparen. Und so, jetzt wird die Mine auf Stufe 2 geupgradet. Das stand gerade in der Beschreibung, das habe ich jetzt leider zu schnell weggeklickt, dass das dann 16% mehr Ertrag bringt, wenn man die Stufe steigert von der Mine. Also heißt, selbe Zeit, nur mehr Ertrag. So. Ja, das haben wir fertig. Wir sollen unseren neuen Dino auf 60 HP pushen. Das werde ich jetzt gleich machen, wenn wir unser Gebäude stehen haben. Steine sollen wir sammeln. Ja, das können wir gleich erst machen, sobald unsere Mine wieder fertig ist. So. Da wir Stufe 4 sind, können wir jetzt auch die 6-Minuten-Option hier einstellen. Aber desto länger es dauert, desto länger wir die Intervalle machen, desto weniger Ertrag hat man, egal wobei, ob das jetzt hier bei den Dinos ist oder ob man jetzt irgendwelche Steine sammelt. Deswegen
wenn man das Spiel gerade aktiv spielt, sollte man wirklich dann auch immer nur diese 1-Minuten-Intervalle machen. Sonst verschenkt man wirklich viel zu viel Zeit. So. Ich mach schon mal wieder, glaube ich, ein paar Kämpfe, wenn das möglich ist. Ja, hier den hier oben. Zack. Haben wir schon gewonnen. Bei den anderen drei sehen wir jetzt hier an diesen kleinen, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal Icons, Abbildungen, wie auch immer, sehen wir, dass das nun zwei Dinos sind, gegen die wir da kämpfen müssen. Das heißt, unser zweiter Dino sollte dann auch schon bereit sein. Dann müssen wir nun leider warten. Ja, davon leben die Hersteller natürlich, die Entwickler des Spieles. Dass, wenn man nicht warten kann, man nun halt mit diesen Premium-Diamanten die Zeit verkürzt, wie hier Speed-Up, kostet ein Diamant. So, die Diamanten kriegt man einmal halt durch Quests zwischendurch oder man kauft sie halt für echtes Geld. Das muss man dann halt selber wissen. Ich denke mal, dass jetzt hier eine Vorstellung des Spiels ist, und wir 13 Premium-Diamanten haben, pushe ich das jetzt mal ein bisschen schneller, weil sonst dauert die Aufnahme zu lang. So, 30 von 60 haben wir jetzt. Müssten wir 40 haben, 50, ja, noch einmal und dann haben wir schon die Quest fertig. Ach, das war eine andere Quest, die wir da zufälligerweise fertig gemacht haben, ist ja auch egal. Hauptsache, wir haben sie. So, Speed up. Und zack, die Quest haben wir auch fertig. Sind auch schon gleich Level 5. Ach, unsere Mine ist auch schon bereit. Jetzt können wir nämlich schon 29 Steine sammeln, anstatt, glaube ich, waren es vorher 20. Ja, hier bei der Quest soll man halt den Boss erledigen. Machen wir gleich. Hier müssen wir nochmal 25 Steine sammeln. Pushe ich nochmal den anderen Dino. Mehr können wir jetzt nicht mehr machen, sonst ist die Population... Ja, unsere Grenze ist erreicht. Hier sollen wir unseren kleinen Gastornis oder keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll, unseren kleinen Dino auch nochmal pushen auf 120 HP zusätzlich, aber wir haben halt keine, wir können halt nicht mehr, unsere Population ist halt, hat die Maximalstufe erreicht. Gut. Ganz wichtig, wir müssen unseren zweiten Dino auch hier auswählen, dass er hier in der Leiste erscheint. Und legen dann einfach mal los. Zack. Haben wir auch geschafft. Einen mache ich noch, dann muss ich erstmal wieder Energie pushen.
Unser zweiter Dino ist nämlich schon gut angeschlagen. Aber wir haben es geschafft. Super. Und sind auch schon Stufe 5. Haben einen Premium-Stein bekommen und 500, also ein Premium-Diamant und 500 Steine. Ist doch schön. Gut, gut. Ja, entweder machen wir jetzt die beiden Kämpfe noch oder wir können direkt mit unserem gegen den Boss kämpfen. Aber ich pushe erst nochmal unsere Dinos. Und ich weiß nicht, wie stark der Boss ist. Ja, Arena können wir dann halt gegen andere Spieler antreten. Läuft natürlich auch alles vollkommen automatisiert. Wir haben da auch keinen Einfluss drauf. Von daher, ja, das lassen wir erstmal. Da haben wir schon wieder eine Quest fertig. Sehr schön. Ja, dann machen wir mal hier so ein Miethaus. Zack. Hier sollen wir halt das. Ich nenne es jetzt einfach mal Fleischerei, weil da kommt ja Fleisch. Wird da ja produziert. Wir sollen hier 48 mal Fleisch sammeln. Das können wir natürlich erst, wenn unser Gebäude fertig ist. Das beschleunige ich jetzt auch mal. So. Ich lasse jetzt noch einmal unsere Dinos pushen. Dann denke ich, sollte das gegen den Boss reichen. So. Ja, was ich schön finde, ist, dass man hier auch die ganzen Dinosaurier hier sieht, die hier so rumwetzen und hier die wunderschönen Gorilla. Haucht etwas Leben in das Spiel. Sieht dann nicht so ganz langweilig aus. Ich finde, man kann sich schon ein wenig mit diesem Spiel hier beschäftigen. Das ist schon ganz witzig. Und wie man sieht, relativ einfach. Ja, hier sehen wir jetzt unser Gebiet, Stufe 5, My Tribe, wo wir uns befinden. Und dann gibt es hier noch Random Tribe. Das funktioniert aber irgendwie nicht. Das habe ich vorher schon getestet. Ich kann sein, dass es daran liegt, dass ich halt mit einem Emulator arbeite und die Spiele am PC vorstelle. Kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. So, ich würde sagen, machen wir mal unseren Bosskampf, oder? Oder sollen wir die anderen beiden erstmal erledigen? Der zweite Dino hat wenig Energie, unheimlich wenig. Den sollten wir doch noch mal ein bisschen pushen. Also wenn ihr die Zeit habt, würde ich nicht direkt diese Premium-Steine einsetzen, wie ich das jetzt mache, diese Premium-Diamanten, weil
Ja, ich denke mal, die kann man später für andere Dinge eher gebrauchen. Ich will jetzt nur nicht, dass wir hier noch ewig warten müssen, hier bei der Vorstellung. Ja, hier haben wir auch noch irgendeine neue Option bekommen. Chance, wir haben eine Chance, ein extra Kristall zu bekommen oder andere Ressourcen. Dann machen wir das doch mal. Das ist auch irgendwie so ein Kartenspiel. Hier wird per Zufall generiert, welche Dinosaurier wir zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann treten die gegeneinander an. Und wenn wir dann gewinnen, dadurch wird dann unseren die eigentlichen Dinos, die wir haben, die werden dadurch nicht beeinflusst. Das ist das Schöne. Also es ist einfach nur so ein random Kampf. Oh, das wird aber knapp. Ja, ich würde sagen, das sieht so aus, als würden wir verlieren. Aber ist ja auch egal. Wir haben ja nichts verloren. So, würde ich sagen. Das Ganze können wir dann nach 5 Minuten wieder erneut machen. Aber wir werden jetzt erstmal kämpfen. Komm, machen wir die oberen erst auch noch. Ich denke mal, unsere Energie reicht noch aus, um den Boss zu erledigen. Ja, würde ich sagen. Tja. Super, ja, haben wir geschafft. Wir haben unseren ersten Boss erledigt. Ja, oder Bosse. Ja, keine Ahnung, und haben dann sogar noch was bekommen als Belohnung. 360 Steine bekommen wir auch noch und 140 Erfahrungspunkte, das ist auch immer schön. Und ja, jetzt müssten wir uns schon mehr durchkämpfen, so wie es aussieht. Aber erstmal gucken hier eben. Da haben wir schon wieder was bekommen. So. Das sieht gut aus. Ja, wie ich sagte, ich stelle euch das Spiel vor bis zum ersten Boss. Wenn ihr ein weiteres Video wünscht, wo ich noch weiter zocke, dann schreibt es bitte unter den Kommentaren. Dann mache ich gerne noch ein weiteres Video. Ansonsten, ja, wenn ich in den nächsten 14 Tagen nichts höre, schmeiße ich das Spiel halt wieder runter. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Let's Play. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert oder ja, einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Ja. Ich würde sagen, bis demnächst. Euer TJ Player.